Eine wunderschöne gute Nacht und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode bzw. einem weiteren Livestream mit Outlast in meiner Kategorie Mitternachtszocken. Ich bin hier am letzten oder im letzten Video einmal getötet worden auf der Suche nach drei Sicherungen, beziehungsweise eine hatte ich schon, die anderen zwei. Ich weiß noch nicht, es wird auf jeden Fall wieder ein fluchtreicher Abend heute. Ich höre hier schon wieder Sachen. Ja, ich muss auch wiederum mit meinen Batterien aufpassen. Und nach einem kurzen Blick auf meine Streaming-Qualität, die ich sehe, dass sie gut ist, fange ich jetzt auch schon mal an. Ich muss jetzt hier ein bisschen schauen, wie das mit den Sicherungen hier abläuft. Weil, wie gesagt, eine hatte ich. Das ist eine Flüssigkeit am Boden. Denn da? Eine hatte ich im letzten Video schon gefunden und wurde dann allerdings beim Versuch, diese einzusetzen, beziehungsweise beim Versuch weiterzusuchen, nach den nächsten erschlagen. Ich hoffe, dass das jetzt heute nicht so sein wird. Oh mein Gott. Ja, ich suche jetzt auch bewusst nicht nach dieser Sicherung, die ich bereits gefunden hatte, weil ich weiß, dass es dann losgeht. Will ich eigentlich nicht. Bin aber überzeugt, dass da eine Sicherung ist. Das wird wieder eine fluchtreiche Nacht heute. Hä? Ah. Batterien. Hat das einen Grund, warum jetzt hier gleich zwei liegen? Ah! Ja, wie renne ich denn noch gleich? Ah, ja, jetzt habe ich es wieder. Jetzt weiß ich wieder, wie man rennt. Ah, verdammt. Hat er mich jetzt vielleicht schon verloren? Okay, der sieht mich jetzt nicht mehr. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Er sieht mich also doch. Also ich weiß noch nicht, wie ich dieses kleine Problemchen hier mit den Sicherungen lösen soll. Das ist ja schon der nächste. Der jagt mich jetzt dann mit Sicherheit auch. Kann ich hier irgendwie... Nein, da kann ich mich nicht verstecken. Da sieht er mich natürlich, wenn ich reingehe. Bin ich wieder hier. Ich glaube, das hat sich jetzt an dieser Stelle schon wieder erledigt hier. Weil ich absolut keinen Plan habe, wo ich hinrennen soll. Ich weiß nicht, ob ihr zwei miteinander irgendwie korrespondieren könnt. Ja, der eine könnte doch den anderen erschlagen. Das wäre doch mal eine Idee. Hier habe ich aber irgendwas rumliegen sehen. Das könnte so eine Sicherung sein. Ja, vielleicht. Na, wenigstens ist die Streaming-Qualität gut. So, darf ich wieder alle drei suchen? Ja. Ja, wie gesagt, bei zweien weiß ich ja, wo sie sind. Vielleicht hat es auch was mit der Reihenfolge zu tun, in der ich die hole. Vielleicht darf ich nicht...
Okay, hier hole ich es jetzt mal noch nicht. Weil ich genau weiß, danach werde ich gleich verfolgt. Von dem Kollegen. Vielleicht habe ich etwas Glück und finde sogar die Sicherung, die ich jetzt die ganze Zeit nicht gefunden habe, als erstes. Verstecken, verstecken, verstecken. Ich könnte mich ja an so vielen Orten verstecken. Das Problem ist, dass der sieht, wenn ich mich verstecke. Ich muss versuchen, möglichst in Ruhe zu suchen, solange ich noch nicht verfolgt werde. Und vielleicht wäre auch eine gute Taktik, erstmal herauszufinden, wo alle Sicherungen sind, um sie dann zu holen. Ich vermute nämlich, dass sobald ich eine Sicherung habe, ist der alarmiert. Und dann wird es natürlich hektisch, so wie es jetzt die ganze Zeit schon war. So kann ich jetzt relativ gemütlich, sage ich mal. Ist ja klar. Ist ja klar. Wäre auch zu leicht gewesen. Wäre zu leicht gewesen. Vielleicht sieht er mich nicht und läuft geradeaus weiter. Sicherung für den Wäscheschacht. Da haben wir eine Sicherung. Jetzt weiß ich gar nicht, hatte ich die vorher schon oder hatte ich die vorher noch nicht, diese Sicherung? Wenn ja, aber wenn ich sie vorher schon hatte, warum habe ich sie nicht gleich ge oder wenn ich sie nicht vorher schon hatte, warum habe ich sie nicht gesehen? Ja, alles okay. Ich hab's schon verstanden. Sind jetzt zu zweit etwa auf der Suche? Oh nein, sind jetzt zu zweit hinter mir her? Ist das so? Das finde ich nicht gut. Verdammte Axt, wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich wieder ganz woanders. Nee, oder? Wo bin ich? Okay, also ich habe mal wieder zwei Sicherungen und suche noch die dritte. Und werde verfolgt. Von zwei Leuten jetzt. Ich glaube, ich sehe sie sogar von hier aus. Oder das sieht vielleicht auch nur so aus. Auf jeden Fall bin ich jetzt. Was haben wir hier? Ach so, das hat merkwürdig reflektiert. Darum habe ich gedacht, das sei jetzt vielleicht sogar die Sicherung. Ich bin jetzt irgendwie hier. Da war ich gerade eben. Ja, tut mir leid. Nö. Na, es wäre ja auch. Gott sei Dank. Wollte gerade sagen, es wäre auch zu einfach gewesen, wenn der jetzt nicht bis dahinter laufen würde.
Also sprich, ich habe jetzt zwei Probleme. Zwei Probleme plus, dass ich hier noch irgendwie die Sicherung finden muss. So. Ja, genau, geh mal weiter, du. Boah, jetzt. Okay, war hier nicht die dritte Sicherung? War hier irgendwo die dritte Sicherung? Ja. Ich habe alle drei Sicherungen. Ich hoffe mal, dass er mich jetzt hier in der Ecke nicht sieht. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt meinen Weg zurück einigermaßen ohne mich zu verletzen finde. Ja? Schön. Na toll. Ja, jetzt? Jetzt ist das runtergefallen. Heißt das, ich muss jetzt wieder runter? Ich kann ja schon wieder runter. Da geht's ins Treppenhaus. So. Und da kann ich jetzt wieder runter. Welche Freude. Okay. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich da nicht sterbe jetzt beim Springen. So. Wo ist denn jetzt hier der Wäscheschacht? Beziehungsweise muss ich da vielleicht sogar ganz nach unten? Okay. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass ich erstmal die Batterie aufladen muss und dann weiter nach unten. Was haben wir denn hier? Nichts Interessantes, scheinbar. Was? Was für Geräusche hier? Oh, was zu lesen. Warum kann ich das nicht nehmen? Jetzt nimmt das. Okay, werde ich so gleich lesen. Nee, da ist es nicht. Da ist es. Projekt Paperclip. Joint Intelligence Objectives Agency. JIOA. Dokument Nummer 8 von 186. Ablage 230, 86, 46, 5. Auszug. Referenz. Gesetz zur... Oder Referat, keine Ahnung. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. A. Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. B. Projekt 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für die potenzielle Gegner arbeiten. Ja, das klingt logisch. Oh, du tust mir nichts, oder? Ja, also er tut mir was.
Ich gehe nach unten, das. Das dauert sonst zu lange. Also merke den netten Herrn, der da an der Wand steht, nicht ansprechen. Das Dokument ist nicht mehr da, das habe ich ja bereits gelesen. Du bleibst schön da stehen. Kein Krach machen, wenn es geht. Ja. Also das war offensichtlich der Wäscheschacht. Das muss ja also irgendwo einen Raum geben, in den die ganze Wäsche fällt. Aber wo soll denn der sein? Der ist ja normalerweise in der Regel im Keller. Normalerweise im Keller. Und ich bin im Keller. Also noch weiter runter geht es jetzt meines Erachtens mal nicht. Deswegen gehe ich. Vielleicht muss ich nur einen Schacht suchen. Moment mal. Vielleicht muss ich in dem Raum hier nur so seitlich einen Schacht suchen. Du machst da weiter. Du machst deine Sache. Ich mach meine Sache. Also hier ist schon mal definitiv kein Wäscheschacht. Es sei denn, ich bin wirklich blind und habe das Ding übersehen. Ziel, benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Ja. Jetzt sollte ich aber erstmal wissen, wie ich an den Schlüssel komme. Und in dem Stockwerk, in dem ich zuletzt war, ging es auch nicht mehr weiter. Also ich konnte nur noch den Schlüssel nehmen und damit was machen. Ah, dich kenne ich auch schon. Wir haben schon miteinander mehr oder weniger gesprochen. Ist nichts los. Kann mir einer sagen, wo der Wäscheraum ist? Ah, zu dir wollte ich gar nicht. Ich wollte zurück. Hier nochmal sämtliche Räumlichkeiten checken, ob hier irgendwo sich ein Wäscheraum befindet. Das ist das Klo, da war ich vorher gerade jetzt schon wieder. Hier hinten geht nichts weiter. Das hatte ich probiert, oder? Ja. Laundry, was ist ein Laundry? Ah, guck mal, das ist ein Wäscheraum. Klasse. Moin. So, gib mal einen Schlüssel. Zweiten Stock. Ja, jetzt hat das wieder eine Berechtigung, um hochzukommen. Oder jetzt habe ich wieder. Nee, oder? Och. Also, es kann ja wohl nicht. Leute, ich habe genug Probleme.